Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan OWL Teutonen und dem Spiel Clash Royale. Ja, ihr seht selber, ich bin mit 2547 Punkten kurz vor Arena 9 und hab gedacht, Thorsten, heute schaffst du das, aber wir machen erstmal die Truhen auf. Ich war jetzt einen Tag hier nicht im Game und muss mal schauen, was ich in den Truhen bekommen habe. Aus der Clan-Truhe habe ich relativ wenig gekriegt, also nichts, was es sich lohnt, tut hier zu zeigen. Und dann würde ich sagen, ihr seht's, ja, ich habe eine Magietruhe gehabt und mal schauen, was da drin ist. 602 Gold, ganz, ganz viele Pfeile. Wir haben einen Feuerball, okay. Wir haben die Walküre 6-mal, oh, die ist nicht schlecht. Und wir haben 53 Lakaien. Den können wir bald updaten, den Grabstein. Ah, den mache ich auch, den habe ich schon mal in einem Deck gespielt. Oh, der Bowler, nochmal. Ich brauche nur noch zwei epische Sonntage schnorren, dann habe ich den Bowler. Es sei denn, ich ziehe nochmal aus einer Karte auf Level 4. Das ist natürlich wirklich krass. Und noch zweimal den Gift. Jawohl, super. Ja, hat sich gelohnt. Ist in Ordnung, die Kiste für mich. Und da erwarte ich jetzt auch gar nicht so viel. Aber dass ich wenigstens Truppen upgraden kann. Allerdings habe ich jetzt gesehen, wird das Ganze auch immer teurer hier. Und was ich aber gemacht habe, ich habe meine Musketierin auf Level 8 erschnort, beziehungsweise ein paar Karten auch bekommen, aber ich konnte sie auf Level 8 ziehen und habe mit dem Deck auch eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Ich habe noch nichts weiter umgestellt und schnorre mir im Moment den Magier zusammen, da ich denke, ist das für einige Decks eine sinnvolle Karte, und würde aber trotzdem jetzt, ja, brauche ich nur zwei gute Siege, dass ich in eine neue Arena aufsteige, nehme ich in Arena 9 und jetzt heißt es Daumen drücken und die Ruhe bewahren und kämpfen. Kämpfen, mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. So, da haben wir einen Gegner Level 9, okay. Die Anfangskarten sind für mich natürlich nicht so gut, weil ich überhaupt nichts habe, was ich jetzt oder womit ich jetzt eigentlich irgendwo am Boden kontern kann. Deswegen nehme ich jetzt schon mal den Babydrachen und ziehe den, ich ziehe mal den Lavahund genau vorne hinterher. Dann habe ich nämlich wenigstens was aus dem Boden. Denn, das hätte ich natürlich jetzt anders machen können. Aber egal, da sepp ich mal rein. Mal gucken, ob das noch was wird. Ja, die werden zu stark abgelenkt, beziehungsweise der wird zu stark abgelenkt. Das ist aber nicht so schlimm. Und dann zücke ich jetzt meine Prinzessin, die macht hoffentlich die Skellies weg. Jawohl. Jetzt dürfte der nicht mehr auf den Fernodrachen gehen. Der ist noch... Ah, okay, er hat auch einen Elektromagier am Deck. Der ist natürlich ziemlich krass, aber ist egal. Den müssen wir auf jeden Fall wegmachen, dass er erstmal gar keinen Hit an meinen Turm bekommt. Und der Elektromagier natürlich gegen den Inferno-Turm. Der ist ganz gut, habe ich jetzt festgestellt. Vor allen Dingen in der Defense. Beziehungsweise wenn man dann ein bisschen pusht, natürlich auch in der Offense, weil der immer wieder den Inferno, glaube ich, stört. Genau weiß ich es aber nicht. Also der Gegner ist jetzt mit noch nichts nach vorne gekommen und wir pushen hier gleich weiter. Das machen wir aber jetzt mit dem Inferno Drachen, dass der Ballon nicht ganz so weit kommt. Und aber der wird in jedem Fall sein Bäumchen fallen lassen. Wir ziehen ihn mit der Musketierin nach. Und halten jetzt schon mal einen Sepp bereit. Und zwar an der Stelle. Ah, der Sepp war nicht so gut. Okay, der Sepp war nicht wirklich gut. Der war eher schlecht. Aber mal sehen, ob wir die Königin hier jetzt nicht dazu animieren können, die paar Lakaien wegzumachen. Ja, konnten wir. Wir konnten sie dazu animieren. Okay. Er kommt aber auch nicht wirklich jetzt mit dem Push durch. Mal sehen, ob wir jetzt auf der Seite ein bisschen erfolgreicher sind. Dass der Inferno nicht auf die das Inferno-Drachen nicht auf den Inferno geht, sondern eher auf den Turm geht. Mal gucken, jetzt ziehen wir gleich die Musketiere nach. Ich meine, er ist immer noch nichts wirklich gekommen hier. Das sieht also immer noch ganz gut aus an der Stelle für uns und ziehen den Inferno-Drachen nochmal nach. Er hat natürlich relativ ähnliches Deck auch wie wir und kriegt sicherlich jetzt ein paar Hits
auf unseren Turm raus, aber wir kriegen hier ein bisschen mehr raus an der Stelle. Ja, jetzt hat er den schon wieder. Mal sehen, wie viele Truppen da jetzt hingehen. Ah, noch nicht ganz so viele Truppen, das ist gut. Wir setzen hier unten die Prinzess. Und ja, das ist halt ziemlich ähnlich. Ja, er kommt nicht richtig ran, ich komme auch nicht richtig ran. Und er hat jetzt seinen Inferno-Turm genau in der Mitte gehabt. Da komme ich natürlich auch gar nicht durch. Und ja, das ist doof. Aber egal, wir checken mal, ob wir das jetzt von da aus bekommen. Er wird jetzt wahrscheinlich hier wieder genau mit denen kommen. Das macht mir jetzt aber an der Stelle mal nichts. Und ich ziehe hier nochmal die Prinzessin jetzt nach. Kontern hier mit der Musketierin. Und hier nochmal mit dem Elektromagier. Der darf auf gar keinen Fall seinen blöden Turm da durchkriegen. Unten an der Stelle ist der Elektromagier jetzt nicht so schlimm. Das ist zu ertragen. Mal sehen, ob wir jetzt wenigstens ein bisschen pushen können. Jetzt hat er wieder dieses Kellys da, aber die machen wir ihm jetzt weg. Zweiten Prinzess da hinterher. Der Elektromagier macht jetzt hoffentlich nicht mehr ganz so viel an dem Inferno-Drachen. Ah, ja, das wird, denke ich mal, ein 1-1. Ja, kann man nichts machen. Also das war relativ ähnlich und okay, wir haben aber nichts gewonnen und nichts verloren. Für unsere Verhältnisse ja auch nicht schlecht. Nichts in die Thronkrone bekommen. Okay, wir können gleich weiter reingehen. Noch nichts passiert. Auf den Weg zu Arena 9. Viel Glückwunsch mit der Gegner. Ja, ich bin in diesem Spiel emotionslos. Das heißt also, ich glaube, ich habe noch nie einen Emote benutzt, außer meine Kids haben mir hier mal so ein bisschen zwischendurch hier reingegriffen und meinten, sie müssten mir jetzt mal irgendwo ein Emote dem Gegner schenken. Ansonsten spiele ich dieses Spiel emotionslos. Natürlich nicht, was die Angriffe angeht und erst recht nicht, wenn es hier ums Verlieren und ums Gewinnen geht. Da müssen wir also ein bisschen was tun. Und wir machen hier jetzt auch ein bisschen Attacke, damit der nicht ganz so stark durchkommt. Aber ihr seht schon, der Gegner hat so ein ähnliches Deck hier. Mal sehen, wie wir da kontern können. Und ist jetzt so ein bisschen Luft überlegen hier. Ja, aber das haben wir gut gekontert. Da hat er auch viel für ausgegeben. Deswegen können wir jetzt schon mal so ein bisschen was auf seinen Turm setzen. Er hat auf jeden Fall erst unserem Turm noch nicht nahe gekommen. Und wir seien aber auch noch nicht wirklich viel mit den 1994, die der Turm jetzt noch hat. Aber jetzt pushen wir mal genau so, wie er uns entgegenpushen wollte. Nämlich erstmal mit dem Lavahund. Und ja, das ist jetzt immer so eine Frage. Was ziehst du dazu? Ja, ihr seht jetzt selber, er kommt jetzt schon mit der Pumpe. Das heißt also, er wird irgendwo einen Push ansetzen wollen. Und das ist cool, dass er den zieht, weil dann geht auf jeden Fall so ein bisschen. So, den blitzen wir da an der Stelle mal, aber ich glaube, das hat überhaupt keine Auswirkungen jetzt gehabt. Jetzt muss die Prinzess hier ein bisschen ablenken, beziehungsweise die paar Barbaren da machen. Aber wir kriegen ganz gute Hits auf seinen Turm und ziehen jetzt den Drachen beziehungsweise den Inferno-Drachen nach. Hier kommt die Musketierin von der Seite. Und hier muss der Elektromagier jetzt hin. Der muss stören. Der Elektromagier muss jetzt stören. Jawohl. Haben wir geschafft. Und mit 510 haben wir in jedem Fall etwas mehr an der Stelle geschafft. Aber wir müssen uns jetzt sputen. Der muss hier jetzt einfach mal so in die Mitte rein. Und ich hätte fast gesagt, der spielt ja das gleiche Deck, was ich spiele. Oder fast das gleiche Deck. Ja, außer dass er da hinten eine Pumpe hat. 510 hat der Turm noch. Ah, das ist knackbar. Den knacken wir. Und zwar machen wir das wie folgt. Prinzessin hinterher. Jetzt kriegen wir schon ein paar Hits raus und wir müssen nur noch verteidigen. Das kriegen wir in jedem Fall hin. Elektromagier machen wir hier hinten weiterhin. Und wir ziehen einfach unseren Inferno nach vorne. Da muss jetzt irgendwas erfolgen. Nein, wir haben gewonnen. Ah, super. Oh Mann, ey. 29. Jawoll. Oh, ich bin ein bisschen außer Puste, muss eben mal einen Schluck Wasser trinken. Und dann kann das weitergehen. 2576. Ich bin echt nervös, muss ich sagen. Eieieiei. Okay, rein. Weiter geht's.
Wir haben ehrgeizige Ziele und die wollen wir hier auch erreichen. Oh, ich bin echt nervös, muss ich sagen, da ich ja noch nie so weit war. Aber ich habe jetzt ein ganz gutes Startdeck hier. Was ist das? Das ist ein Eismagier, okay. Da gehen wir mit dem Drachenbaby hinterher oder davor. Das ist schon mal nicht schlecht, er kommt jetzt mit so einem. Aber pass auf, wir setzen jetzt den da mal hin, direkt da rein. Und oh, so einer ist das. Nein, 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 die kann ich echt gut leiden, muss ich sagen. Mit diesen Inferno-Türen. Also ist das schon nicht schlecht, aber komm, jetzt gleich pushen. Pushen, pushen, pushen. Prinzess ist noch am Start. Und jetzt hat er zwar die Skellies. Die Skellies lenken natürlich immer den Inferno-Drachen stark ab. Der auch. Ja, ist aber nicht so schlimm. Wir sind schon ein bisschen näher an seinem Turm, als er eigentlich an unserem Turm. Und gucken wir, ob wir da nicht ein bisschen was reinpushen können. Ich glaube, er hat... Jawohl. Die brauchen nur ein paar Hits kriegen. Und hinten geht schön der Drachen durch. Und wir pushen. Eismagier kommt jetzt von ihm. Das ist nicht so schlimm. Den halten wir in jedem Fall auf. Der vereist uns zwar immer wieder, aber das ist nicht so schlimm. Wir setzen hier hinten mal ein bisschen im Backend jetzt die Queen. Dass die so ein bisschen was wegmacht. Den blitzen wir auch gar nicht, der geht so weg. Oh, was ist das? Ah, okay. Das ist überhaupt nicht schlimm, was er da jetzt setzt. Ich meine, das ist jetzt gegen unsere Prinzess gesetzt. Und knallen hier einfach mal was rein. Der muss jetzt anfangen zu blasen da. Hallo. Jawohl. So geht das gut. So ist das super. Und dann nehmen wir... Wir nehmen gleich was gegen den... Also wir unternehmen sofort was gegen seinen... Anstrom hier, der nicht so wirklich stattfindet jetzt in dem Moment. Aber da er jetzt weiß, dass wir auf den rechten Turm gehen, machen wir es das ganz gemütlich. Er wird, denke ich mal, noch auf meinem linken Turm gehen oder er lässt mich durchgehen. Nee, das macht er natürlich nicht. Dann kontern wir hier schon mal mit der Prinzess, aber er setzt da jetzt schon den Inferno-Turm. Das macht aber nichts. Dem können wir in jedem Fall was entgegensetzen. Und so. Das sieht noch ganz gut aus. Wir müssen ihn jetzt einfach nur an der Stange halten. Wir müssen ihn nur an der Stange halten in dem Moment, dass er jetzt nicht mehr so viel rausbringen kann, was hier nach vorne stürmt. Keine Karte ausgewählt. Nein, 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 nein. Das darf natürlich nicht sein. Wir haben natürlich noch eine Karte ausgewählt. So. Jetzt schauen wir mal. Wir setzen den genau dahin. Oh, er kommt uns doch nahe. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Mal gucken, wie viele Pokale wir bekommen haben. 29. Das muss... Ach, das reicht. Es reicht. Ich freue mich so. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin in Arena 9. Das ist der Hammer. Das ist super. Das ist echt ein Erfolg für mich. Und da freue ich mich. Ich bin ganz außer mir. Super. Über 2600 Pokis bekommen. Ah, krass. Das Angebot, was gibt es dafür? Oh, für einen Zehner? Das weiß ich noch nicht, ob ich mir das gönne. Mal sehen. Ja, muss ich mal schauen, aber ist schon mal super. Ich bin in Arena 9 und das ist wirklich gut. 2605, wir sind ein bisschen drüber. Eine Truhe läuft und wir können noch mal ein bisschen was spenden hier. Ja, sauber. Das war doch mal ein Erfolg. Und jetzt heißt es natürlich erstmal Arena 9 für mich immer ein bisschen halten. Das war in Arena 7 und 8 auch so. Erstmal ein bisschen halten, runter, hoch, runter. Aber es hat jetzt geklappt und das finde ich wirklich gut. Danke nochmal an die Deckunterstützer, die mir hier so ein bisschen geholfen haben vor allen Dingen. Und das war es erstmal mit einer schönen Folge, denke ich mal. Clash Royale, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns in weiteren Folgen Clash Royale mit mir, dem Thorsten.